Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Und wir sprechen jetzt mit dem Bankier, um ein bisschen Geld abzuheben. Wie viel passt rein? 50.000? Oder noch mehr? So, da vorne ist wieder so ein Schreihals. Den werden wir gleich mal das Maul stopfen. War das nicht der, den ich vorhin schon das Maul gestopft habe? Gut. Hier geht's weiter. Geh doch zur Seite, du Frau. Muss hier durch. Da ist noch ein Bürger zu retten. Ist der da bei mir in der Nähe zufällig? Ja. Ja. Was ist das? Piri Reis. Rekrutieren wir einen? Ja, komm. Die Zeit nehmen wir uns schnell. Ein paar Assassinen zu rekrutieren. Dann können wir sie auch wieder auf Reisen schicken. Geht zur Seite. Ja, Ezio, was machst du denn? Kein Problem. Da holen wir mal alle Assassinen her. So. Reden wir mit dir. Kämpft für eine ehrenvolle Sache, Arkadaşim. Nicht nur ums Überleben. Wenn ich anderen helfen kann, so wie ihr mir halft, dann könnt ihr auf mich zählen. Sehr schön. Selim Sihat ist den Assassinen beigetreten. Okay, dann geht's jetzt weiter auf der Suche nach dem Buch. Hier unten die Sophia-Erinnerung. Weitermachen. Ihr müsst in die andere Richtung. Frau, geh auf die Seite. So. Du darfst nicht hier oben sein. Bin auch gleich wieder unten. Hey, hast du ein Problem? Ja, du. Okay. Ja, warte. Ja, ich hab ihn. So. Will er mich erschießen, nur weil ich über die Dächer laufe? Was hat denn der geraucht? Keine Zeit für dich, Entschuldigung. Ah, hier, Aufzug benutzen. So, und schon sind wir wieder oben und gleich sind wir wahrscheinlich wieder unten. Wir müssen ja hier in diese Richtung. Wer könnte einem solchen Mann entkommen? Geschmeisterhaft. Was hat er? Geschmeisterhaft? So. Auf rüber zum anderen Haus. Ja, super. Und unten gelandet. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das könnte noch besser gehen. Was für ein Athlet. Jawohl. Das habe ich irgendwie vermisst. Und weiter geht's. Wo geht's als nächstes weiter? Hier. Dann geht's da weiter. Ach, Ezio. Mach doch keinen Quatsch. Das muss schon sein, dass ich dir bekannt vorkomme. Meisterhaft. Aber ich habe jetzt keine Zeit für dich. Kann ich da irgendwie anders rüber? Ich glaube, da komme ich nicht ganz rüber. In letzter Zeit war es sehr... Na, komm. Konnte ich aber schon mal besser hier mit dem Klettern und so weiter. Es ist da auch schon wieder so ein Dinggebiet. Mia Cara, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Zwei Italiani, allein und verlassen im Orient.
Spürt ihr auch diese Anziehungskraft? Ich spüre vieles, Messere. Vor allem Übelkeit. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Messere. Aber die Dame und ich sind... der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude. Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wer war das? Keine. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Cazzo hatte noch 6 andere. Chiedovenia. Also, was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Oh, Kese Katura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft. Der vierte Teil der Welt. Sophias Paket ist in ein rotes Tuch eingewickelt. Besorgen Sie es für sie. Unbemerkt in den Hafen eindringen und wieder verschwinden. Okay, dann probieren wir das doch mal. Die einfachste Ding ist jetzt erstmal 2 Assassinen zu holen und die da auszuschalten. Das machen wir jetzt auch mal. Wo ist denn hier oben? Da ist meine Medizin. Versteck mich mal hier im Gebüsch. Gut gemacht. Gib nicht auf. Warte mal, da vorne sind doch noch weitere Wachen. Ich hoffe, ich habe kein Zeitlimit. Dann schau mal, wo sind denn hier noch weitere Wachen? Komm, mach das Adlerauge an. Da unten steht er. Ja, okay, den werden wir hinkriegen. Aber jetzt werden wir natürlich erstmal wieder ein bisschen looten, ist doch klar. Jetzt keiner. Aber ich denke nicht. Da vorne sind auch noch mal 2 Wachen. Da lasse ich noch mal 4 Stück kommen gleich. Und um den unteren kümmert sich auch noch mal 2. Sehr schön. Da unten ist auch so ein Schnellreisepunkt. Und dann ist hier auch nochmal eine Wache. Das ist aber nur eine Wache. Doch, es sind 2 Wachen. Und der schaut sogar so halb zu mir her. Also ich kann den nicht leise machen. Wo sind denn die anderen Assassinen? Kann ich denen nicht sagen, dass die jetzt auch noch den da erledigen sollen? Das wäre nämlich nicht verkehrt. Hier laufen noch zu viele Wachen herum. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Ich könnte... Moment mal. Ich habe Giftpfeile. Ich könnte da einen Giftpfeil rüberschießen. Halt, da muss ich aber näher ran. Nein, da gehe ich lieber nicht übers Wasser. Ich schaue, dass ich mich da irgendwie verstecken kann. Ich wollte eigentlich den anderen. Hat das funktioniert? Jetzt müsste der doch normalerweise wirken.
Okay, die Assassinen sind jetzt auch wieder fertig. Dann rufe ich einfach wieder zwei her, die sich um die zwei kümmern. Sehr gut. Hätte schon praktisch, wenn man da einfach seine Helfer holen kann. Da holen wir auch nochmal zwei. Die zwei laufen gleich mit dazu. Die haben sie erledigt, oder? Ist da noch irgendwo eine Wache oder sowas? Sieht man nix. Im Moment sieht so aus, als läuft es ganz gut. Aber ich sehe, da ist noch ein gelber Punkt. Schau mal, ob ich irgendwie ganz normal aufs Schiff komme. Den dann von hier aus irgendwie markieren kann für die anderen Assassinen. Kugeln voll, sehr gut. Jetzt mal irgendwie schauen, dass wir da drauf kommen. Das bringt mir jetzt noch nichts. Nee, da müssen wir so drauf. Über diese Pfosten da. Über die Poller. Ach, Ezio, was machst du denn? Assassinen rufen. Ja, wo denn? Ah, sehr schön. So, dann muss noch irgendwo einer sein. Oh, was? Wird's wie? Wie? Wo sind denn jetzt auf einmal die Wachen hergekommen? Ist da noch einer? Da vorne. Aber ich bin zu weit weg. Komm näher, damit ich dich auswählen kann. Habe ich eine leise Schusswaffe bei mir? Die sind zu weit. Nee. Die reichen nicht weit genug. Egal. Der muss uns jetzt aber auch nicht kümmern. Ich muss jetzt hier nur das Paket finden. Er hat gesagt, in roten Stoff eingewickelt. Ich glaube kaum, dass es sich um so eine Schriftrolle handelt. Sophia Sator. Ah, perfekt. Also doch. Aus dem Gebiet fliehen. Naja, im Moment sind noch keine Wachen da. Verlassen Sie das Fluchtgebiet. Ich wüsste jetzt aber gar nicht, warum ich mich jetzt hier so hetzen sollte. Sind doch keine Wachen mehr da. Das Paket zu Sophia in ihren Buchladen bringen. Unbemerkt in den Hafen eindringen und auch wieder herausdringen. Das haben wir gemacht. Hat doch besser geklappt als erwartet. So, und wenn die mir jetzt wieder in den Weg hineinlaufen, dann überlaufe ich die einfach. Dann kriegen sie von mir aber was zu hören. Und da vorne ist auch wieder so ein Marktschreier. Der schreit jetzt nicht mehr. Ich mal den Maul stopfen. Mein Vater ist bettlägerig. Meine Brüder gefasst.
Choki sagen. Jetzt frage ich mich aber, wenn jetzt dies mit der Sophia beendet ist, wo geht's dann weiter mit den anderen Erinnerungen? Oder muss ich dann wieder zurück, komplett zurück ins Assassinen-Hauptquartier, um dann da weitere Dinge zu finden? Wo ist sie denn? Da muss ich rein. Salute, Ezio. Glück gehabt? Madame Miguela Sofia Sator, Libraia, Konstantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, ne? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Armer Cristoforo Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen? Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Perché ridi? Vergib mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sophia. Ich komme zurück. Und das ist, finde ich, ein schöner Abschluss für das Ende einer Folge. Deshalb hören wir jetzt hier auf und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen gut unterhalten. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Omni.